Christian, habt ihr es heute geschafft? War eine spannende Sache. Was meinst du? Ja, es war im Endeffekt unnötig spannend, finde ich. Wir hatten nach vorne zu noch ziemlich viele gute Torchancen, mit denen wir eigentlich das 2-0 machen müssen. Sind dann im Endeffekt hinten ziemlich auf den Bredouille durch die Standards, die Krötzingen natürlich gut drauf hat, und haben dann auch teilweise ein bisschen Glück, dass sie nicht richtig zum Abschluss kommen. Und ja, das Glück war heute auf unserer Seite und ich bin froh. Wie sind die Emotionen ansonsten? Ja, gut. Also wir werden es heute auf jeden Fall krachen lassen. Das haben wir auch verdient nach der langen Saison, nach der Enttäuschung letzte Woche in der Liga, wo wir leider nicht den direkten Aufstieg geschafft haben. Gönne ich das den Jungs, dass sie jetzt heute Abend mal richtig Gas geben. Und ja, und dann ab am Wochenende bereiten wir uns dann auf die Aufstiegsspiele für die Kreisliga vor. Was war der Schlüssel zum Sieg heute? Die mannschaftliche Geschlossenheit. Man hat heute gesehen, dass jeder für jeden gerannt ist. Auch die Stürmer haben gut defensiv mitgearbeitet gegen Ende hin, was in der Liga manchmal leider nicht der Fall ist. Aber heute wollte jeder den Sieg, das hat man gesehen. Und ich denke, das hat uns auch den Sieg eingebracht. War es Absicht, dass ihr in der zweiten Halbzeit irgendwie einen Gang zurückgeschaltet habt? Zumindest schien es mir so. Das würde ich so jetzt nicht sagen. Wir haben halt versucht, klar, wir haben halt heute ohne unsere beiden Topstürmer gespielt. Einer verletzt, einer gesperrt. Es war klar, dass es nach vorne schwer wird, auch die langen Bälle. Da haben wir keine Kopfballduelle gewonnen vorne. Deswegen war es klar, dass wir von hinten raus spielen müssen und auf Konter spielen. Haben es auch teilweise gut gemacht. Wie gesagt, die Chancen halt leider nicht gemacht und so war es halt bis zum Ende entspannt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einen Gang zurückgeschaltet haben, sondern es war halt einfach taktisch gesehen die cleverere Variante, von hinten raus auf Konter zu spielen. Das nächste Ligaspiel ist nicht relevant. Danach kommen natürlich die Relegationsspiele. Was habt ihr in diesem Spiel dann vor? Auf jeden Fall wollen wir das Spiel am Sonntag noch gewinnen und uns das Selbstvertrauen holen für nächsten Mittwoch für die Aufstiegsspiele. Und da geben wir dann wieder richtig Gas. Was kannst du zur Relegation sagen? Was kannst du uns da für einen Ausblick geben? Da ist wenigstens der Nico Caletta wieder dabei, unser 24-Tore-Mann. Das ist enorm wichtig, also körperlich Präsenz, gerade kopfballtechnisch. Und dann gehe ich davon aus, dass wir, egal wer kommt, dass wir das schaffen. Wir sind stark genug dafür. Kurzes Saisonfazit bis jetzt? 99% waren gut. Ein blödes Spiel letzte Woche gegen Burbach, das Entscheidende verloren. Aber trotzdem war es eine geile Saison. Heute die erste Krönung und die nächste Krönung holen wir uns in der Aufstiegsrelegation. Christian, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.